Hallo liebe Filmefreunde, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja meine Lieben, wir haben Samstagabend gerade, während ich das Video drehe und ich werde gleich abgeholt von meinem Papa und dann geht's ab ins Kino. Ja, wir machen heute so einen Papa-Tochter-Kinoabend und wir schauen uns den neuen 1917 an und ja, ich bin mega gespannt auf diesen Kriegsfilm, wie der uns beiden so gefallen wird. Und ich mache dann natürlich auch noch eine Review für euch. Die gibt es dann anschließend in diesem Video. Ja, und ich würde dann erstmal sagen, bis dann. Ja, ich hatte eigentlich geplant, direkt nach dem Kinobesuch eine Review für euch zu machen, aber dann ist es gestern doch ein bisschen zu spät geworden und da habe ich gedacht, okay, nutze dann halt mal den Sonntag, um für euch dann die Filmreview zu machen, weil mir lag das echt am Herzen, euch jetzt zu erzählen, wie mir der Film gefallen hat, weil ich muss euch das einfach jetzt mitteilen. Und ja, erstmal zum Kinobesuch an sich. Also ich bin mit meinem Papa im CineStar gewesen und wir hatten dann gemütlichen Pärchensitz. Also wir hätten da locker 2 oder 3 Stunden noch sitzen können. Also die Kinositze dort waren mega bequem. Und der Kinosaal war auch gefühlt irgendwie nur so gefüllt von 15 oder 20 Leuten. Also es war total mega angenehm. Da hat keiner irgendwie Chips gegessen oder rumgeknuspert oder irgendwie gelacht, was natürlich auch unangemessen gewesen wäre bei dem Film oder so, aber wir hatten eine mega Stimmung in dem Kinosaal. Alles war richtig ruhig und man konnte echt jede Minute des Films genießen. Das hat mir super gut gefallen, meinem Papa auch. Also das war echt richtig klasse. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zu den Fakten zum Film. Der stammt unter der Regie von Sam Mendes. Viele von euch kennen ihn vielleicht schon. Der hat auch zum Beispiel James Bond Skyfall gemacht. Und freigegeben ist der Film ab 12 und er geht 2 Stunden. Ja. Und der Film, muss ich sagen, der kam mir gar nicht so vor, als ob der 2 Stunden irgendwie gehen würde. Der war so spannend, dass er für mich locker auch noch 1 Stunde hätte länger gehen können. Aber dazu gleich mehr. Wir kommen jetzt erstmal zur Story. Ja, also der Film wird quasi geleitet von 2 britischen Soldaten, die mir sehr sympathisch waren bzw. sind. Also die sind ganz toll und sie sind auch noch sehr jung. Und der Film beginnt auch direkt im Geschehen. Also man ist sofort drin, die Kamera ist richtig nah, aber dazu erzähle ich gleich noch mehr. Und diese 2 Soldaten bekommen den Auftrag, sich an die Fronten der Deutschen vorzukämpfen, weil sie dort eine wichtige Nachricht überbringen müssen, weil sonst mehrere Leben der eigenen Kameraden auf dem Spiel steht und das wollen sie natürlich vermeiden. Also stellen sie sich dieser gewagten Aufgabe, wirklich darüber zu kommen. Und dazu erzähle ich jetzt natürlich keine Einzelheiten. Ich will das Ganze ja auch spoilerfrei halten. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach, weil von diesen 2 Soldaten, von denen hat einer auch einen Bruder und dessen Leben würde auch auf dem Spiel stehen. Und ja, ob sie das natürlich schaffen, diese Nachricht zu überbringen und wie der ganze Film ausgegangen ist, werde ich euch natürlich nicht verraten. Ich kann euch nur so viel sagen, dass dieser Film wirklich sehr, sehr gut erstmal dargestellt ist. Also es ist nichts irgendwie künstlich oder irgendwie, weiß ich auch nicht, unrealistisch dargestellt. Es ist wirklich für mich richtig real gewesen. Und vielleicht habt ihr es auch schon gelesen im Internet oder in anderen Kritiken gesehen oder sowas. Der Film hat eine so, so tolle Kameraführung. Ich wollte das erst gar nicht so wahrhaben oder ich habe das auch noch nie in einem Film so gefühlt wie in diesem. Also
Ihr habt fast überhaupt gar keine Schnitte in diesem Film. Ihr seid die ganze Zeit mit diesen zwei Soldaten quasi dabei. Also als ob ihr als Dritter daneben steht und wirklich alles auch durchmacht, euch da durchkämpft. Und ja, also der ist wirklich so nah aufgenommen und der Zuschauer hat auch so Momente, wo die einzelnen Charaktere dann gezeigt werden, wo die Kamera schwenkt und das Ganze mit einem ganz tollen Soundtrack unterlegt ist, dass ihr euch richtig in die Charaktere hineinversetzen könnt. Und das hat mir richtig, richtig super gut gefallen. Also das war ein Film, Leute, ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Schaut euch 1917 an oder 1917 sagen ja auch viele. Er ist ein Meisterwerk. Also für mich ist er so toll und er wurde ja auch bereits schon für 10 Oscars nominiert und das nicht ohne. Also ich weiß gar nicht, ob die Regie oder die Kameraführung meiner Meinung nach besser ist. Ich kann es euch nicht sagen, weil beides so grandios ist und dann auch noch die Schauspieler, die so sympathisch sind und der Film ist einfach spannend. Von Anfang bis Ende, ihr seid sofort drin und man will gar nicht, dass er aufhört. Also mir ging das so. Und ihr habt in dem Film natürlich sehr viele spannende Szenen und auch Dinge, die mitreißen, wo man auch das ein oder andere Tränchen vergießen kann. Also ja, er geht schon ans Herz und er ist natürlich basierend auf einer wahren Erzählung. Und das weiß ich auch nicht, das macht den Film natürlich noch mal etwas besonderer. Und ja, ich glaube, mehr kann ich jetzt auch gar nicht sagen, weil ich möchte euch natürlich nicht so viel verraten. Aber für jeden, der Kriegsfilme, diese Dramen mag und dieses Geschehen drumherum oder der sich für den Ersten Weltkrieg interessiert, ist dieser Film auf jeden Fall ein Muss. Und geht doch einfach ins Kino, sagt mir dann noch einfach mal, wie euch der Film gefallen hat. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr denn so fandet. Also es würde mich auch sehr interessieren. Ich bin da total gespannt drauf, ob ihr meine Meinung auch teilt. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Und ich habe mich auf jeden Fall gefreut, euch alles mitzuteilen, was ich im Kino erlebt habe und wie der Film so war. Und ich bin einfach immer noch so, so glücklich, dass ich ihn gesehen habe. Und wenn er rauskommt, wird er definitiv da hinten in meiner Sammlung landen. Und ja, das war's dann erstmal für euch heute, Leute. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen super schönen Sonntag. Macht's euch gemütlich und genießt noch die freie Zeit vor dem Montag. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Filme gucken. Bis dann, Leute. Macht's gut.